Hey Leute, der Sturm geht weiter. Josi muss ihren Pralinenauftrag noch früher liefern. Als Leon wegen der Arbeit verhindert ist, springt Paul ein. Doch dann erwischt Leon Josi und Paul in einer nahen Situation. Durch Alfons und Hildegards Freude über die Geburt ihres Urenkels wird Werner bewusst, wie sehr er seine eigene Enkelin Valentina vermisst. Als Alexandra erfährt, dass ihre Tochter Eleni am Fürstenhof ist, ist sie zwischen ihren Gefühlen für Christoph und ihrer Familie hin und her gerissen. Christoph ist sich allerdings sicher und macht ihr kurz darauf etwas klar. Als Leon einen unschuldigen Moment von Josi und Paul fehlinterpretiert, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Josi versucht zu vermitteln, aber die Konkurrenzsituation setzt sich am nächsten Tag fort, als Paul und Leon für den Triathlon trainieren. Dabei bringt Paul Leon nichtsahnend in Gefahr. Als Werner Valentina anruft, ist diese sehr kurz angebunden und weicht seinen Fragen aus. André bietet Helene an, im Café eine Veranstaltung zu machen, um Zusatzeinnahmen für die Hochzeit von Max und Vanessa zu sammeln. Hier findet der Kapitelwechsel statt. Helene ist von Andrés Hilfe gerührt. Kurz darauf kommen Helene, Gary, Max und Vanessa auf die Idee, im Liebling eine Tombola auszurichten. Nach Valentinas Ausweichen am Telefon wendet sich Werner voller Sorge an Robert. Dieser kann Werner jedoch beruhigen. Christoph möchte ein neues Leben mit Alexandra beginnen, alles hinter sich lassen und fordert sie auf, mit ihm wegzugehen. Als Paul und Leon für den Triathlon trainieren. Paul lässt nichtsahnend ein paar Steine auf Leon fallen. Dieser kann sich jedoch nicht mehr schützen und wird schwer verletzt, Leon ist bewusstlos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.